Servus Leute, willkommen zurück zu Hyperdimension Neptunia Rebirth 3 Regeneration. Seid doch mal ruhig. Mittlerweile ist es 10 vor 3 morgens, also 52. Langsam werde ich ein bisschen müde. Ich habe jetzt offscreen ein bisschen gefarmt, weil ich diesen Dungeon hier freigeschaltet habe. Und der ist wahrscheinlich hier, oder? Ja. Bingo. Gut, dann werde ich mich da auch mal schnell umgucken. Dungeon Change, ja. Habe ich die Materialien? Nö, habe ich nicht. Aber wahrscheinlich, so wie ich das Spiel kenne, sind die Materialien hier drin. Tausendjäger-Delfin. Die Tausendjäger-Schildkröte ist schon hart genug. Ah, schönes Gebiet. Das Gebiet ist immer das Beste von allen. Moment, was brauche ich? Ja, japanisch. Nice Boxbird Wing. Wahrscheinlich bekomme ich das von den Viechern hier, oder? Die Brille sieht so doof aus, aber... ja, Angriffskraft. Boah, guck dann, was ich mit denen mache. Ja, Tatsache. Jetzt habe ich schon, oder? Ja, habe ich. Ja. Ich kann den Dungeon nicht ändern, weil ich mich logischerweise gerade im Dungeon befinde. Na gut, dann werden wir den Dungeon ändern, sobald ich hier wieder raus bin. Stella ist wieder da. Oh, guck mal, was Stella erreicht hat. Irgendwie findest du kein so gutes Zeug mehr. Oder Bloody Armor, ist das besser? Ich nehme mal eine mit. More treasure. Nö. Die erhöhte Rüstung soll ruhig bleiben. Okay, 44. Bloody Armor. Ja, mehr Vitalität, aber weniger HP. Okay, ich verliere 10 HP, bekomme aber 13 Vitalität. Also eigentlich ein guter Deal. HP Level plus 4. HP plus 10. Ach so, heißt das, pro Level-Up bekomme ich 4 HP? So wäre es eigentlich besser. 750. Es geht bis 1000. So hoch komme ich doch nie. Okay. 780. Stellas japanische Stimme gefällt mir irgendwie auch schon. CPU Aegis. So. Ich werde natürlich hier versuchen, alles zu killen. Ist übrigens das erste Mal, dass ich jetzt Pishi im Kampf selbst einsetze. Paralyze Dogo. Ich hasse euch jetzt schon, denn ihr könnt mich paralysieren. Ich habe Pishi offscreen bisher noch nie eingesetzt. Oh, die rote Klinge sieht ja geil aus. Auch wenn die Brille idiotisch ist, aber hey. Man kann nicht alles haben. Yasaki! So. Packen wir mal schlimme Dinge aus. Tornado Chain. Acquire Skill. Ja! Das verschärft, glaube ich, meine Skills. Weil ich sie 100 Mal eingesetzt habe, glaube ich. Ja, es geht. Tatsache. Ja, ich fühle mich wieder an den ersten Teil erinnert. Boom, jetzt klatsche ich dich weg. Weil im ersten Teil warst du eine DLC-Figur und hast alles vernichtet. Bam, weggeboxt. So, du auch.
Und das Vieh lebt noch. Aber nicht mehr lange. Ja, ja. Vielleicht sollte ich Neptune statt Neptgear mitnehmen. Auch wenn Neptgear stärker ist. Was wollte ich denn jetzt? Genau. Den Plan, den Noah gerade hat. Acquire Skill. Was auch immer das ist. Achso, ich bin doch doof. Stimmt ja, es ist X-Drive. Moment, jetzt müssen wir mal gucken, wie bekommt man den? Weil dann kann ich den bei mehreren bekommen. So kann ich leider nicht nachgucken. Ich habe es auf jeden Fall eine gerade Zahl. Hier Skill 100 mal. Okay, ich muss Skills 100 mal einsetzen. Das heißt, wer ist der Nächste? Moment, wie hieß das jetzt? Special Girl. Heißen die überall gleich? Ja. Gut, Neptune muss 6-mal Skills einsetzen. Also ich nehme an, dass das der EX-Drive ist. Ja, Tatsache. Gut, ich muss jetzt sowieso gegen die Tiere hier kämpfen. Defense. Full Power Hit. Ja, toll. Cross Combo, Victory Slash. Sieht schon irgendwie böse aus. What? Hört auf, Noah zu killen. Ja, Neptune ist jetzt so weit weg. Na gut, da muss ich jetzt draufhauen. Stimmt ja, ich vergesse, dass die Gegner ja stärker sind. Das sind nicht so weiche Gegner. Gut, dann werde ich offscreen vielleicht mehrere Techniken einsetzen. Nur weil ich es jetzt versucht habe, ist Noah draufgegangen, fast. Ein paar Heilungen habe ich ja, aber ich will die schwachen Heilungen verbrauchen. So, das waren jetzt 90%. Oh, da oben ist ein Event. Und ich glaube, ich weiß auch welches. Hat das wieder was mit dieser Backstory zu tun? Dann werde ich das mal erfüllen. Ich weiß übrigens nicht, wie man die Reihenfolge der Figuren hier festlegt, wer wann angreift. Habe ich echt keine Ahnung. Weil wenn ich manchmal die Reihenfolge ändere, dann so von den Figuren her, wer wann angreift, dann sind irgendwie... Also nicht, wenn ich so die Reihenfolge ändere, aber wenn ich die Figuren austausche, dann ändert sich manchmal die Reihenfolge und ich weiß nicht warum. Boah, du bist so mächtig. Ich muss eine schwache Technik einsetzen. Boom! Wow! So ein saftiger Tritt. Ich gebe auch zu, mittlerweile... Ich werde das Vieh da vorne mal platt machen. Mit den EX-Drives. Ob sich das jetzt ausgeht? Mittlerweile zocke ich das Spiel... A, weil es mir so gut gefällt,
auf einmal, warum auch immer. Ich meine, das, ja, das Spiel gefällt mir auch so gut, aber das Gequatsche manchmal, das ist echt anstrengend. Oh, wow. Ist das finnische Move hat so wenig gemacht. Scheiße. Oh, verdammt. Boah, die Kleine haut rein. HDD Neptune. Oh, das kenne ich glaube ich gar nicht. Hätte ich das gewusst. Boom, boom, boom. What? Das ist... übel. Ach du Scheiße. Ja, Switch. Ich kann nicht switchen, warum nicht? Au. Scheiße. Der Kampf wird schlimm. Das ist ein reiner Mods ist die Kampf auf. Aber warum kannst du nicht aufstehen? 50. Stimmt ja, ich habe mir 3000 Beleber geholt. Ja, toll. Jetzt nutzen SP-Dings für Isti. Das ist meine einzige Gewinnchance hier. X-Drive habe ich nicht. Oder habe ich aber. Bringt nicht allzu viel. Ja, ich muss meine Leute jetzt leider verrecken lassen. Sorry, Noah. Ist klar. Es gehen gleich beide drauf. So. Und keine Items. Deswegen habe ich das ja auch gemacht, damit ich Items bekomme. Aber nö, ich krieg gar nichts. Toll, jetzt ist die ganz allein. Wobei, dann muss ich euch jetzt sowieso austauschen. Oh, ihr seid beide tot. Shit. Okay, tauschen wir euch mal kurz aus. Ja, hau ab. Bye. Wenn ihr beide auch tot seid. Zeit, dass die Iffis in Aktion treten. Ich will... da ist das Event. Ich will, wenn dann das Event noch haben. Warum renne ich jetzt eigentlich wieder mit dir rum? Achso, du hast den Marathonlauf noch gar nicht. Was bekomme ich als nächstes? Ja, toll. Egal. Jetzt muss ich... oh, aufpassen, dass ich nicht in irgendeinen Gegner reinrenne, sonst reißt's mich. Ja. So, und jetzt Event! Komm her! あんた、知ってたの？何をだって。私の力が弱まるってことをよ。
私に逆らえば逆らうほど。ああ、どうせ言っても止まんねえかと思ってさ。それに黙ってる方が面白いかなって。でもよ、あいつらをどうにかするくらいの力は残ってんだろ。だから聞いてんだよ、どうするんだあれ。こんなの私は望んでない、望んでなかったなのに。こんな、おい、何ブツブツ言ってんだよ。どうするんだって聞いてんだろ。なんだよ、黙ってやられちまうつもりか。そもそもいらなかった。あんな奴らもいらない。こんなことになるくらいだったら。わっ、おいバカ、外でやれ。こんなとこで力を解放されたら俺まで。おい、こんな力、あいつらと一緒にまとめて消えちゃえばいいのよ。オッケー、ich glaube...Ist ja gerade alle in die Luft gejagt oder so? Ja. Zumindest nehme ich das an, dass das gerade passiert ist. Toll, dieser eine Delfin, der hat mich so fertig gemacht gerade. Ich meine, ich habe Istis volle Kraft ausnutzen müssen und trotzdem hat er mich platt gemacht. Vor allem, ich habe die Kämpfe im Kolosseum immer noch nicht gemacht. So, jetzt gehe ich hier mal raus, damit ich Dungeon Change machen kann.Wind of Change, Hust, Hust. Da. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Was ich hier jetzt für Items bekomme. Gegner haben sich ja, glaube ich, auch geändert. Ne, der ist immer noch der gleiche. Ja, der ist immer noch der gleiche.Ich glaube, nur die Bosse in den Dungeons haben sich geändert. Und die sind jetzt noch übler. Okay, keine Items. Ich darf auf jeden Fall nicht in den Boss rennen, sonst bin ich des Todes. Also nicht zu diesem Delfin da. Da kommt davon, was jetzt ist. Oh, jetzt ist was viel Größeres und Übleres.Mit dem Vieh werde ich garantiert nicht fertig. Mit dem Kleinen hier schon. Aber mit dem Großen, ne. Auch wenn ich starke Figuren habe, aber das schaffe ich nicht. Ja, du bist offensiv gut, aber ansonsten kannst du leider nichts. Tut mir leid. Hau ab. Das Vieh da hinten. Holy shit.Ich trau mich eigentlich nicht. Ich meine, ich habe nicht so viel SP-Dinger mehr. Nur mehr 3. Und die Schwächsten habe ich gar nicht mehr. Weil ich werde so viel farmen müssen. Aber naja, zum Glück bin ich aktuell ja in dieser Laune wieder, wo ich so unglaublich gern Let's Plays gucke. Und da kann ich die im Hintergrund laufen lassen, während ich hier rumrenne und Sachen zusammenkratze.Trotzdem, der Schwierigkeitsgrad dieses Spiels ist unausgewogen. Weil selbst wenn man denkt, dass die Figuren, die man hat, overpowered sind. Big Dungeon Chip. Da bin ich aber gespannt, was sich ändert. Moment, kann ich es überhaupt schon? Nein, was für ein Ding? Pachimon Circus. Wo kriege ich das denn her? Pff, toll.Die halben Sache finde ich alle nicht. Ist Stella noch unterwegs? Ja. Renn ja nicht in mich rein. Gut, wie gesagt, ich muss sowieso ziemlich viel Offscreen machen. Da werde ich da auch mich informieren, wo ich was herbekomme und Dungeons ändern und Sachen farmen und alles. Ich muss vor allem ziemlich viel Credits farmen, weil die anderen...Waffen, die sind auch ziemlich teuer. Ja, Ender in Dungeon wieder. Aber was ist Big... Vegaton Shell?
Es ist bestimmt von so einer tausendjährigen Schildkröte oder so. So, jetzt ist der Part eigentlich nicht so lang. Kann ja mal gucken, was hier noch ist. Planetion. Da gibt es noch ein bisschen Story. So, safen wir mal, nur zur Sicherheit. Oh. Fragezeichen, okay. Ach, die Dinger kann ich offscreen auch wegdrücken. だからって生で何本も。いや、喋っている余裕があるならさっさと喰らえ。ほら、ほら。ああ、もったいないことをするな。全部吐き出して。 今頃向かってきてるかもしれんな。もうすぐ奴も同じ目に遭わせてやれる。積年の恨み、まとめて晴らしてやるぞ。 もうすぐ書いてあった場所だよね。 なんだろう? この青臭い匂い。 喜んでもらえたようで何よりだ。 その声は… またおばさんなの? ようこそ 私のナス畑に。 おばさんのナス畑? どういうこと? 七賢人はおまけで本業は農家だったりとか? 違う! 貴様を倒すためだけに この辺り一帯を買い占めてやったんだ。 大好物のナスをたらふく食わせてやっただけだ。 ナスをたらふく? ひどい。 人間のすることじゃない。 悪魔の所業だよ。 とにかく 約束通り一人で来たんだから 愛ちゃんを返してよ。 よもや 素直に返してもらえると思っていたわけでは。 そりゃまあ思ってなかったけどさ。 せっかく来たんだ。 もう少し歓迎させてくれ。 貴様の相手もわざわざ用意してやったんだ。 ネポ! 相手って… 嫌な予感が… ナスが! ナスが動いてる! ナスに取り囲まれてる! どうだ! 私の魔力とナスを融合させたモンスター。 気に入るはずないよ! 何こんな危なっかしいモンスター簡単に作っちゃってるのさ! 私自身も驚いたさ。 私の魔力とナスとの親和性がこんなに高かったとはな。 神など信じるつもりはないが、 典型としか思えん。 ただの偶然じゃないかな? ナスがどんどん近づいてきてるような! 行け! ナスどもよ! ネプテューヌを紫色に染めてやれ! やだ! みなさん、気をつけてください。 Das ist ein Scherz, oder? Ich bin ja auch nicht so der Freund von Zucchinis. Aber, naja. Ich meine, sie schmecken einfach nicht, ganz im Ernst.
なかなか頑張るじゃないか。なんとか勝ったけど、体力より精神的にきつい。だが確実に効いてはいるな。まだ満腹にはほど遠いようだな。Ernsthaft? das erinnert mich aber an was von Fairy Tail. Was zum Henker? Oh, wie heißt denn die, das Mädel da nochmal? Nicht Lucy? Nicht Juvia? Ach, die Kleine da mit den blauen Haaren. Wie heißt die nochmal? Die auch so ein Drachenbändiger Dings ist. So wie der Typ mit dem Eisendrachen. So wie Natsu heißt er, glaube ich, mit dem Feuerdrachen. Das Mädel mit der Kraft des Himmelsdrachens. Oh Gott, wie heißt Wendy. Wendy Marvel, genau. Daran erinnert es mich irgendwie. Toll, jetzt habe ich so lange den Namen überlegt, dass ich vergessen habe, woran es mich überhaupt erinnert. Mann. Ja. Wenn es mir wieder einfällt, vorausgesetzt, zu dem Zeitpunkt rendere ich das dann noch, dann werde ich hier irgendwo einblenden, woran es mich erinnert, aber ich wette, ich vergesse es. Oder ich wette, ich erinnere mich nicht dran. Okay, ich habe mich gerade wieder erinnert, deswegen muss ich es jetzt sagen. Wendy Marvel hatte auch irgendwann mal, das war nach so einem Turnier, hatte sie eine Gegnerin, die auch ihre Schwäche ausgenutzt hat, so wie dieses Szenario hier gerade. Und sie hatte, glaube ich, auch irgendein Gemüse als Schwäche. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch Zucchinis waren oder Eggplants oder was auch immer. Ich glaube, es war irgendwas anderes, aber was Ähnliches. Oh, wenn ich jetzt wüsste, was das war. Ich habe Fairy Tail nur ein einziges Mal gesehen und das ist schon ewig her. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie auch irgendein Gemüse oder dergleichen als Schwäche hatte. Und eine Gegnerin das ausgenutzt hat und sie unter diesem Gemüse quasi begraben hat und sie dann, glaube ich, das Bewusstsein verloren hat oder so. しかし、追い込んではいる。ならば、あの手を使うしかない。おい、もういいぞ。あとは私を倒せれば。いいの？もうナスと戦わなくていいの？だったら何でもいいよ！おばさんの方が強いかもしれないけど、ナスよりは何百倍もマシだし！ナスよりはマシ。後悔するなよ。できれば使わずに済ませたかったが。おお、おばさんがナスになったー。そうだ、これまでの雑魚とは違う。ナスの力を私の体に取り込んだ。この姿なら確実に貴様を葬れる。怯えて動くこともままならんようだな。楽に殺しはせんぞ。死んだ方がマシと思えるほどの苦しみを与えてから。あれ、意外となんとかなる？何？いや、だってさ、そこまで大きいと逆にナスの気がしない。ただの巨大な紫の物体だわ。なんだと？
確かに。策に溺れたわね。今のあなたであれば、一切ひるむことなく戦うことができる。おのれ。だが、そうやすやすとはいかんぞ。ナスの力によりこの体も強化されている。貴様一人相手なら決して遅れを取らん。どうかしらね。あなたは私を怒らせてしまった。愛ちゃんに手を出したこと、そして何よりナスを戦いに持ち込んだこと、私は決して許しはしない。Wieder eine andere Musik. What the fuck? Wieder eine andere Musik. Warum bin ich jetzt nur zu dritt? Was soll der Scheiß? Was? Du kannst ja gar nichts. Ja, ich weiß, der Part wird ein bisschen länger, aber ich kann ihn irgendwo einen Schnitt setzen. Deswegen muss ich ihn länger machen. Ja, toll. ないほどに。ごめんね、アイちゃん。私のせいでこんな目に遭わせてしまって。くそ。夏臭いわ、アイちゃん。なんてことなの。この状態のアイちゃんを連れて帰らないといけないなんて。レプ。躊躇している場合ではないわね。お願いだから、あまり息はしないでね。ここは…わあ、ラプテヌ、アイエフ起きたよ。本当？もう大丈夫なの？はい、お怪我とかはしてないですし、もう大丈夫です。よかった。すっごく心配してたんですよ。よかったよ。みんな、あれ、私どうして、また敵に捕まって。ネプチューヌさんが一人で助け出してくれたんですよ。ネプコが？そっか、ありがとうネプコ。うん、ほら、私にも原因があるし。その、本当にごめんね。愛ちゃんの料理食べなくて。私の料理？私たちのために作ってくれたお料理ですよ。ほら、ナス尽くしの。ナス？ナス？私こそ謝らないと。あんたに無理やりナスを食べさせようとして、人の道に外れた行為だったわ。本当にごめんなさい。わわあ、そんなに顔近づけないで。まだ微妙にナス臭い。アイちゃん、一体何があったですか？ナス嫌いになっちゃったんですか？当然よ。あんな紫の物体、人間の食べるものじゃないわ。分かってくれると信じてたよ。ネプコ、すっかり仲直りしてる。 いえ、微妙にずれてる気がしますけど。ナス、美味しいよね。はい、すごく美味しいです。もう、二人とも好き嫌いは良くないですよ。いいの、ナスなんか食べなくたって生きていけるもん。そうよ、ナスなんかもう一生食べないんだから。
Ja, ja, die Eggplants. So, die Frage ist, soll ich jetzt offscreen noch irgendwas sammeln? Ich meine, ja, es ist jetzt ziemlich spät und so. Ein bisschen Geld habe ich. Genau, das hast du dir jetzt verdient nach dem, was du gerade durchmachen musstest. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Kohle. Ich gebe so viel Geld hier aus. Stimmt, ich wollte farmen, damit ich kaufen kann. Da war ja was. Aber wahrscheinlich Gilde. Oh, wow. Genau, das da. Wenn ich das gemacht habe, dann wird es danach wahrscheinlich weitergehen. Das heißt, ich kann jetzt in aller Ruhe Zeug zusammensammeln. Eden sinkt. Ja, toll, aber es gibt kein Eden mehr. Lalalala. Ich könnte so viele Quests erfüllen. Was war das? Hades. Dreadnought. Mhm. Da war noch irgendwo was. Ah, Turbohammer. Klingt interessant. Lordlanze. Das hatte ich noch nicht. Okay, ich werde da ziemlich viel zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ich da morgen wieder aufnehmen kann. Weil hier, wow. Ja, habe ich auch einiges zu tun. Okay, jetzt werde ich die Party... Was? Ihr habt euch komplett verändert irgendwie. Okay, schauen wir mal, wer wohin gehört. Blutiger. Doppel-Effi. Ihr habt aber keine wirklichen Moves zusammen. So, mit ich euch. Vielleicht noch eine Kompa statt einer Ify. Ich glaube, das sollte so passen. Gut, dann werde ich offscreen mal wieder Zeug zusammenkratzen, Sachen kaufen, etc. Ihr kennt das ja alles. Ob ich das jetzt noch machen werde, keine Ahnung. Schauen wir mal. Das war Hyper Dimension Neptunia Reaper 3 Regeneration. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.